Und dann gehe ich wieder runter in den Keller und baue nochmal kurz weiter. Weil ich finde, das sieht voll geil aus so, oder? Das sieht plötzlich ganz anders aus. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das hier oben irgendwie... Verdammt, Mann, es muss doch irgendwas geben. Ja, die sehen irgendwie so komisch aus, bin ich ehrlich. Warte mal. Nee. Oben Zentrum, bitte. Macht da nicht, ne? Ah, so. So. Oder den kleinen hier. Nee. Nee, finde ich doof. Ja, die Türen, keine Ahnung. Hier hätten wir diese Stahlträger. Die sehen natürlich auch ganz schick aus, aber ich will gerne bei dem Stein bleiben. Schon diese hier, ne, irgendwie. Aber wie machen wir den Übergang von da nach da? Wollen wir es echt mal hier mit denen probieren? Wenn ich zum Beispiel sage, wir machen diese Ecke hier ran. Die müsste dann diese hier sein. Ich probiere mal. So. Und das Stück hiergegen, ne? So. Wie sieht denn das dann aus? Ist aber ungerade. Halt. Das stimmte nicht. So. Ja, ja, entspann dich. Das bisschen brennen. Warte mal, ich will mal kurz... Das muss doch der hier sein. Der an der Ecke. Und an der Ecke der, oder nicht? Also eigentlich ja. Nur muss natürlich auch der richtige... Ach so, da muss natürlich auch der richtige anbappen. Und zwar so. Hier dran. Zack. Kein Grausten? Wieso nicht? Dann hole ich halt welchen. Gut. Wahrscheinlich haben wir eben gerade exorbitant schon welchen verbraucht. Deswegen brauchen wir hier mehr. Den kann ich wieder reinmachen. Huch. So. Gut. Ich glaube, das passt erstmal. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Aber ich denke, das reicht. So. Und dann können wir den hier... Ach so. Stopp. Erstmal den hier oben gegen. Gegen den da. Oben eins. Nee, 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 nee. Mach mal oben zwei. Und dann hier dran. So. Ja. Ja. Gut. Und dann nochmal hier weitergebaut. Und zwar hier gegen, ne? Wieder. Halt. Oh, ist das nervig hier zu bauen. Vor allem kann ich das Feuer auch nicht ausmachen. Ja, mit dem Brandeffekt ist es noch besser. Gut, ich stehe nicht drauf. Dann mache ich einfach hier weiter. Oder so gegen eigentlich, ne? Warte mal. Warum sieht denn der so komisch aus? Ist das korrekt, wenn der hier dran wäre? Ja, ne? Ja. Also so? Stimmt, der halbe. Oh nein. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir müssen erstmal die Ecken machen. Dann mache ich das mal kurz. Der kommt hier ran. Weil die werden sich überschneiden. Und wenn die Grafik dann zittert, will ich das nicht machen. Dann sieht das doof aus, finde ich. So. Und... So, hier dran. Ja, warte. Oben eins. Oh, sag mal. Plusti! Kannst du nicht an mir vorbeigehen? Was soll das? Dreist. Also, manchmal, ne? Dieses Huhn. So, die anderen Haustiere benehmen sich immer, aber Plusti ist schon echt dreist. Muss ich wirklich sagen. Aber es ist doch ein virtuelles Wesen. So, warte mal. Hier gegen... So, wie sieht das aus? Oh. Überraschend gut. Und dann könnten wir den hier... Warte. Warte.
Ich mach mal kurz den hier nochmal weg und den. Und mach die tatsächlich so, dass sie so sind. Passen sie dann oben sozusagen rein. Besser, ne? Hm. Oh, ich finde das aber geil so. Ich finde, das sieht voll geil aus so. Ich glaube, ich lasse das trotzdem so. Warte mal. Warte, erst so. Und dann dagegen. So hatte ich gemacht, ne? Nee, hier gegen bitte. Was machst du da? Nein! Das ist er! Vielen Dank! So, dann den wieder nach oben. Doch, ich glaube, ich lasse das so. Unten Zentrum, das ist er. Ja doch, dann hält das halt hier fest und hier ist nur eine Verschnörkelung. Und weil das irgendwie komisch aussieht. Warte mal, können wir da nicht irgendwas machen? Irgendwie so eine... Haben wir nicht irgendwie so und dann kann man... Sozusagen das Gegenstück nur hier reinbiegend. Also, nee, geht nicht, ne? Wir hätten hier noch diese Treppen. Den könnte man vielleicht irgendwie was machen. So. Huch. Sieht ja überraschend gut aus. So. So. Hä? Perfekt. Gut, dann lassen wir das. Okay, das sieht vielleicht komisch aus, aber ich lasse es so. Bin ich ehrlich. Und dann bauen wir hier weiter. Und zwar halt immer erst die Ecken, ne? Immer erst die Ecken. Die Ecke kommt hier rein. Halt, hier gegen. Nein, die ist falsch. Die Ecke ist richtig. So. Dann die hier gegen. Richtig drehen. Und so rein. Ja. So. Dann wieder die andere Ecke. Hier ran. Hä? Automatisch richtig? Ja. Und die hier ran. Halt. So rum. Und so ran. Nein, das ist er. Ja, das sieht gut aus. Und auch das sieht gut aus. Und das mit der Treppe, ne? Das macht... Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen doof, aber andererseits... Okay. Bauen wir es erstmal zu Ende. Ne? Und dann können wir immer noch urteilen, ob das jetzt doof ist oder nicht. Ich mache hier gegen. So. Und dagegen. So. Ist das richtig? Nein. Das ist richtig. Und die Texturen überlagern sich, zittern aber nicht, ne? Doch, sie zittern. Sieht man aber nicht beim... Bei diesem ohnehin flackernden Schatten, ne? Ich würde sagen, das können wir mal gekonnt ignorieren. Na gut. Ist zwar nicht so schön, aber was soll's. Da muss ich jetzt mit leben. Ich wollte ja unbedingt diesen einen halben Meter damals dazwischen haben. Da muss ich jetzt auch damit leben, dass nicht alles super gut passt. So. Hier gegen. Und hier gegen. So. Sehr gut. Wenn das nicht da ist, haben wir hier diese komische Ecke, die ich komisch finde. Könnte man so lassen, aber ich finde das... Ja, die Treppe ist vielleicht ein bisschen groß, ne? Ich probiere mal ein bisschen mit der Treppe rum, weil... Ich will da die Hoffnung noch nicht aufgeben. Es kann ja sein, dass wir sie irgendwie anders positionieren müssen. Hm, warte mal. Der Winkel ist falsch. So. Der Winkel ist es. Und dann irgendwie gucken... Unten 1, unten 2, oben 1, oben 2, Auto. Mehr gibt's nicht. Hm. Dann muss ich Auto nehmen. Und irgendwie hier in die Ecke rein oder hier so. Ja, keine Ahnung, wie ich die Stelle finden soll,
die ich da ja auch gefunden habe. Kein Plan, da muss ich ja jetzt try and error mäßig hier 1000 Sachen ausprobieren, ne? Bis ich den richtigen Anknüpfpunkt habe. Nee, aber das ist schon gar nicht so schlecht. Warte, ich könnte mal versuchen, so. So, ne? Und dann irgendwie hier was antargeten. Aber das geht nicht. Er nimmt immer den falschen Angriffspunkt. Hm, hier sieht man, dass es ein bisschen runterragt. Ja, keine Ahnung. Oder soll ich die rausnehmen? Ich lasse sie erstmal draußen. So mache ich. Der Rauch. Sammelt er sich immer noch in der Mitte? Hier ist das Ei gekracht. Was denn? Ist denn hier eingekracht? War nicht gerade ein Einkrachtgeräusch? Oh oh. Keine Ahnung. Und der Rauch sammelt sich nicht mehr, ne? Hm. Das ist natürlich doof. Aber andersrum kann ich die Dinger nicht bauen. Weil sonst sieht man ja die... das nach außen ragen und das möchte ich nicht. Hm, wenn ich diese Säule hier in der Mitte entferne, sammelt sich der Rauch dann? Ich kann das Ding nicht mehr antargeten. Hallo? Nein! Weil das jetzt die in der Hitbox der uralten Schüssel ist. Gut, sieht man sowieso nicht. Ich guck mal, ob das so vielleicht den Rauch hält. Ich glaube aber nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Weil hier sieht man, dass der Rauch zum Beispiel nach oben geht und dann so nach da lang. Aber kein Plan. Ich würde es erstmal so lassen. Und einfach mal gucken, wie das wirkt. Und außerdem können wir hier nochmal Erz nachschmeißen. Das tue ich ebenfalls. Rrr damit. Und rein damit. Dann Erz 20. Und Kohle. Puffig. Und rein damit. So. Und die Kohle natürlich. Und hier rein. Und wir müssen eigentlich auch wieder Dingens anmachen, ne? Ja, mache ich auch. Komm. Wir bringen Marmor nach oben. Oh, ich finde es voll schön. Mit dem Beiß jetzt. Doch, doch, das war eine gute Entscheidung. Marmor rein. So und so. Und dann holen wir uns mal Stoff 20. Und Harz 20. Und füllen mal wieder die Raffinerie auf. Ja, hier wird auch fleißig produziert. So will ich das sehen. Rein damit. Und rein damit. So. Und wir haben sogar noch einen über. Wie kann das denn sein? Ach so, weil noch einer drin war. Von dem anderen. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ja gut, dann packe ich den mal wieder weg. Hier rein. Zack. So. Hätten wir das. Gut. Was übrigens noch anstand, das würde ich auch eben noch kurz machen, bevor wir wieder in die Aschenlande gehen. Das geht, glaube ich, auch recht fix. War das hier. Gerste und Flachs. Da hole ich mal ein bisschen was. Flachs hatten wir hier unten. Brauchen wir gar nicht viel. Huch. Ah, hier. Stimmt, ich habe es umgeswitcht. Her damit. Und außerdem brauchen wir noch Korn. Ja, damit. So. Und dann hätten wir das. Und ich würde nämlich ganz gerne oben... warte mal, stopp, Moment. Ich muss mal kurz was gucken. Was sieht denn am ehesten aus? Einfach wie so ein Gestänge. So eine Stange einfach nur. Das hier schon am ehesten, ne? Das hier sieht so metallen aus und außerdem hat das diese Ketten dran. Ja, hier sind diese Stöcker unten dran. Das finde ich doof. Ich will einfach nur so einen Stock, wo die drauf sitzen können. Wisst ihr?
Aber sowas gibt's nicht, ne? Zweige. Nee, das ist alles nicht so das Wahre. Ja, hier können die drauf sitzen. Möbel. Keine Ahnung. Da bin ich echt überfragt. Dann bauen wir einfach was aus Holz, ne? So sei es. So. Schwarz. Metall. Was laber ich denn? Ja, Schwarzmetalltruhe. Öffnen, Holz raus, unten hinauf. Und dann machen wir mal sowohl eine kleine Dinge. Ah, ist gleich wieder Nacht, können wir gleich auf Asquidjagd gehen. machen wir hier mal eine kleine Ecke für die Süßis. Weil wir haben ja hier schon eine. Und da ist mir auch aufgefallen, die ist viel zu groß. Ganz ehrlich. Da mache ich die nochmal weg. Mach die so. Und die so. In der Hoffnung, dass es nicht rausragt. Tut es aber nicht. Gut. Und dann können wir nämlich hier hinten. Oder warte. Ich mach das noch kleiner. Dafür flauschiger. So, und dann so noch einen obendrauf. Zack. Für den doppelten Flausch. Und dann machen wir hier hinten. So und so. Zum Beispiel. Bauen. Dann so. Ja, ist eigentlich völlig egal. Ich kann. Warte mal. Sonst steht es auf dem Stroh. Ich mach mal so. Mach den Stroh danach. Ja, ja, gib nochmal her. Und warte mal, so. Dann die Stange so. Und Pinöbel so. Und dann darunter einfach ein bisschen Stroh. Oh, das ist so eine riesen Hitbox. Das gibt's doch nicht. Da, ich platziere es auf dem anderen. Will ich gar nicht. So. Einen hier drauf und einen hier drauf. So. Ne? Dann haben die am Stuffi und Flauschi hier ihren Platz. Und die beiden können sich da drauf setzen. So schön beim Feuer, ne? Dann ist auch schön warm. Dachte ich mir. Perfekt. Und ich habe auch überlegt, da ein paar kleine Eier reinzulegen. Oder so ein Spiegelei als zerstörtes, ne? Das kennt ihr vielleicht auch von Marias Map. Aber ich dachte mir, nö. Unsere Viecher sollen sich nicht fortpflanzen. Sonst haben wir hier noch Überpopulation. Also, die können gerne Liebe machen, so viel sie wollen. Aber gezeugt wird hier gar nichts. Populationskontrolle nenne ich das. So, und dann gehen wir nach unten, bringt Flachs weg. Und dann sollte es gleich Nacht werden, ne? Jeden Augenblick sollte die Nachtmusik beginnen. Wir gehen nochmal nach oben und gucken mal auf die Uhr, beziehungsweise auf die Sonne. Da ist die Nachtmusik. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir diesmal wirklich auf Asquin-Jagd und hoffen, auf 2 Sterne-Asquins zu finden. Und wir sollten keine Zeit vertrödeln, ne? Also hindurch. So, und hier müssen wir aufpassen und möglichst schnell von hier weg, ne? Stimmt, da unten sind auch die Pilze respawned, da hinten sind auch welche. Ich mache mal ein Energieschild an. Hoffe, dass wir nicht sterben, vor allem wenn hier ein 2-Sterne-Vieh ist. Ey, das wird uns so platt machen, glaube ich, wenn wir nicht aufpassen. Ein Treffer und wir sind tot. Oh, da ist ein Runenstein, den lese ich mal kurz. Ist nur eine Info, ne? Nur eine Story. Ich glaube, die kennen wir auch schon. Es ist eine Torheit, dass das freie Volk behauptet, sie brauchen keine Götter. Niemand braucht Götter und die Götter brauchen niemanden. Sie schulden den Menschen nichts. Aber der Weise sucht dennoch die Mächtigen, wie Ranken einen mächtigen Baum zum Erklimmen suchen. Wir geben dem König der Smaragdflamme unsere Schwerter, weil es ohne ihn nichts als Tod gibt. Tja. Naja, das ging ja nach hinten los, wie wir erfahren haben. Mit den Göttern anlegen ist keine gute Idee. Vor allem nicht mit den Nordischen, die sind ganz schön rachsüchtig. Überhaupt die antiken Götter, auch die griechischen und römischen. Meine Herren, sind die schnell angepisst. Oh, ist das dunkel. Und wir können leider nicht unsere Lampe aufsetzen. Aber hier waren noch Asquins. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich mache mal hier kurz eine große Runde. Sammle die Pilze alle auf. Wenn wir Asquins finden, dann
ist das schön und gut, aber da ist einer. Ohne Stern. Da ist noch einer. Der hat auch keinen Stern. Ich lauf mal weg. So. Und lauf, lauf, lauf. Nein, ich bin in die Grube gefallen. Oh oh. Hier kann ich vielleicht kurz Ausdauer recken. Oh oh, bitte spring hier nicht rein. Dann springe ich ganz schnell raus. Oh oh. Tschüss. Einen haben wir gefangen, oder? Nee, doch nicht. Achso, ich dachte, er explodiert. Aber nein. Der ist schon mal tot. Daneben. Huch, laggedy lag. So. Oh, jetzt ist er explodiert. Energieschild. Huch, was hat der denn hier zerstört? Ist hier überall Stein oder was? Ach so, das ist alles grausten. Na gut. Ja, den können wir von mir aus auch mitnehmen. Warum nicht? Da ist ein Bogenschütze. Da. Gut, ich glaube, das waren die zwei, die hier immer spawnen, ne? Sie hatten beide keine Sterne, leider. Aber gut. Ach ja, der explodiert ja so oder so. Das sollte ich vielleicht nicht vergessen. So, du auch nochmal. Und dann gehe ich hier nochmal eine große Runde rum. In der Hoffnung, noch auf andere Asquins zu treffen, aber ich glaube nicht. Weil hier waren immer diese zwei. Genau das meinte ich. Deswegen habe ich hier den... Will ich hier jetzt mal den Versuch starten. Und ich hoffe, wir brauchen nicht so lange wie bei den Wölfen. Hatte Maria auch geschrieben. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass es nicht so lange dauert. So. Piu. Piu. Tschüss. Gut. Da ist der mit dem Stern. Den machen wir auch nochmal eben platt. Aua. Uch. Oh. Da war er doch schneller bei mir als gedacht. Da sind Pilze, die nehme ich mit. So. Erstmal die Salve leer schießen. Da ist wieder einer. Oh, der hat einen Stern. Komm, den sammle ich. Gotta catch them all. Mal, den muss ich erstmal clearen, ne? Das lässt er mir keine Ruhe. Aua, verdammt. Ich laufe hier mal um den Stein rum. So. Energieschild. Oh, verdammt, schon wieder viel zu viele. Ich laufe mal weg. Kümmere mich erstmal um den. Obwohl, eigentlich sollte ich den schon mal fangen, oder? Warte mal, ich stelle mich mal hier hin und lass ihn hier reinjumpen. Aua! Scheiße! Danke fürs Wegruppen. So, mein Freund. Jetzt komm mal kurz hier rüber. Dann hier lang. Und jetzt mach dein... Shit. Okay, nochmal. Nochmal. Hier rum. Hier hinstellen. Shit. Hm, das wird schwer. Das wird schwer. Aber ich krieg's hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier rum. Nein, nein, nein. Noch nicht anspringen. Noch nicht anspringen. Jetzt anspringen, bitte. Noch nicht dahin. Hier rein. Nein. Ich merke, ich sollte meine Harpune mitnehmen, wenn ich das mache, ne? Komm rein hier. Komm rein. Los, los, los.
Springt immer rüber. Scheiße. Spring rein. Nicht so leicht wie gedacht, ne? Vor allem gleich wird es wieder Tag und dann haut er wieder ab. Was aus Holz bauen? Habe ich nicht, ne? Ich habe kein Holz dabei. Nee. Oder reinschieben. Das ging ja natürlich auch. Da ist noch ein Aspin. Oh oh. Huch! Da ist er ja schon. Ja, jetzt habe ich Angst natürlich. Weil ich weiß nicht, ob ich den mit dem einen Stern überhaupt kriege. Scheiße! Da habe ich gekillt. Okay, wir brauchen die Harpune. Sonst wird das nix. Da hätte ich mitdenken können. Das müssen wir anders machen. Ja, schade. Gut. Ich glaube, die Nacht ist sowieso so weit fortgeschritten, dass es jetzt zu spät ist. Wir würden es nicht mehr schaffen, ihn auf unsere Seite zu bekommen, bevor die Nacht endet. Deswegen gehe ich pennen. Und dann holen wir unsere Sachen zurück und ja. Und jetzt weiß ich Bescheid. Ich werde die Harpune, die ist ja Gott sei Dank auch neben dem Portal direkt in der Schiffskiste, können wir rausnehmen und dann gehen wir auf Jagd. Aber gut, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Entschuldigung. Guten Morgen. Und wir gehen nach unten. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Verzeihung. Und dann hier hinuntergerannt. Essen. Salat. Das hier von mir aus. Und das hier. Und das sollte passen. Und dann auch noch den hier, damit wir nicht sofort sterben, wenn wir getroffen werden. Aber ich glaube, das tun wir sowieso. Und dann gehen wir wieder hindurch, ne? Und das war nicht in der Schiffskiste hier. Ist unsere Harpune direkt. Perfekt. So, hier sind wir. Und ich muss jetzt leider die Treppe nehmen. So sei es. Die existiert ja Gott sei Dank noch. Und ist nicht eingekracht. Aber ich muss auch aufpassen, dass es so bleibt, ne? So, wo ist denn meine Leiche hier hinten? Da müsste auch irgendwo noch der Aspin rumrennen, bestimmt. Hä? Alles nehmen. Was machst du denn? Oh, deshalb, weil ich dann zu viel trage. Ah. Aua. Ich lauf mal weg. Da ist der Aspin. Oh nein. Ich meinte es gerade, ne? Er darf hier bloß nichts kaputt machen. Nein, 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 nein. Nicht, nicht. Tu es nicht. Ich bin ja schon hier. Da, hier bin ich. Oh, das ist der mit Stern. Scheiße, hätte ich die Harpune mitgenommen. Hä? Ich denke, der despawnt. Bei Tag. Hä? Wurde mir da etwa Unsinn erzählt? Ich denke, der despawnt bei Tag. Wie die Wölfe. Tut er ja doch nicht. Warte mal, ich stelle mich mal so hin. Hui. Und rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Rein mit dir. So. Und jetzt holen wir uns schnell ein bisschen von diesem komischen Straußenzeugs. Ich trage zu viel. Ja, weg damit. So. Und schmeiß das da mal rein. Dann haben wir immerhin schon mal einen 1-Sterne-Askwin. Ja, ja. Ganz ruhig. Und jetzt muss ich hier sitzen bleiben und warten, ne? Am besten da oben. Da bin ich in Sicherheit. Halt. Ich gebe ihm noch mehr Straußenfaden, falls es leer wird. Ich mach mal so weg. So. Und ich hoffe, dass despawnt auch nicht, bevor er auf unserer Seite ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. So. Und ich würde sagen, wir stellen uns mal hier oben hin und warten. Huch. Nein. Müssen wir natürlich auch die Treppe hochkommen. So. Stimmt, da hat auch jemand einen Kommentar geschrieben. Ich soll mal springen lernen. Springen und laufen lernen in dem Spiel. Habe ich ihn gefragt, wie soll ich das denn machen?
Dann meinte er, ja, einfach mal ein bisschen üben. Und dann denke ich mir so, hä, willst du mich verarschen? Hä? Ich hab verstanden. Ich bin kein guter Spieler. Es tut mir leid. Was soll denn das? Ich spiele das so, wie ich will, okay? Gut, ich würde sagen, ich setze mich hier mal hin und warte, ne? Da sehe ich auch schon ein paar Herzchen hochkommen. Das freut mich natürlich. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's endlich. Oh Mann. Ziemlich genau eine halbe Stunde hat's gedauert. Ich würde sagen, ich gehe mal vorsichtig nach unten. Da hinten habe ich außerdem noch Pilze gesehen. Die würde ich mir auch noch gerne holen. Obwohl, ich baller mir mal die komplette Nahrung rein. Und ich merke auch, ne, die hier müssen wir bald nachkochen. Sollten wir gleich mal kochen gehen? Weil... Ja. nicht nur dafür, sondern auch für Folge 900 habe ich aber natürlich mal wieder etwas Bestimmtes geplant und da möchte ich gerne vorbereitet sein. Und ja, aber lass uns erstmal nach unserem Askwin gucken. Hallo? Hä? Warum ist er denn rot? Der hat doch einen grünen Balken, also ist er doch freundlich, oder nicht? Ich gehe mal vorsichtig rein. Zahm, verängstigt. Warum verängstigt? Was ist denn hier, was dich verängstigt? Verstehe ich nicht so ganz. Alter, wie riesig seine Kugel ist. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein Askwin mit Stern. Ist natürlich nicht die Top-Qualität, aber ohnehin brauchen wir einen zweiten Askwin, um überhaupt zu brüten. Und deswegen dachte ich mir, weißt du was, jetzt haben wir ja schon einen mit Stern, den können wir schon mal tamen. Das haben wir jetzt gemacht. Aber bevor ich die natürlich dann irgendwie zu unserem Lager bringe oder sonst was, will ich natürlich zwei Sterne Askwins haben. Ne? Aber ich dachte mir, das machen wir jetzt schon mal. Kann ja nicht schaden. Und ich nehme außerdem mal diese Pilzchen hier mit. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück und wir müssen kochen. Ich weiß nicht, ich will gar nicht so viel kochen, ehrlich gesagt. Oh. Schon wieder einer mit Stern. Der muss hier ganz schnell weg, sonst macht er hier alles kaputt. So. Immer um den Stein rum, ne? Das hilft übelst bei denen. Also, solange bis der Stein kaputt ist natürlich. Dann hilft's nicht mehr. So. Frostsalbe. Aua! Ups. Ja, schon. So geht's, ne? Oh, la 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 la. Ja, ja, ich gehe. Tschüss. So. Den mache ich natürlich platt, ne? Weil einen zweiten mit Stern brauchen wir nicht. Ich will gar nicht erst anfangen, hier die Schwachen zu züchten, ne? Okay, er ist weggeslidet beim Angriff. Beim Sprungangriff. Ja, hier Grausten und so, ne? Hier, das schmeiß ich mal weg. Ach so. Ich habe schon alles. Oh, okay, na gut, dann habe ich nichts gesagt. Und dann laufe ich nochmal hier durch. So, bis wir überladen sind. Sind wir jetzt nämlich auch gerade. Und dann gehe ich mal nach oben. So, und wie ich gerade meinte, wir müssen leider kochen. Ich würde aber nicht zu viel kochen. Aber dennoch schon auch die Nahrung, die besser ist, ne? Also, ich hatte mir hier aufgeschrieben, mariniertes Grüngemüse bringte 95 Mana. Das zum Beispiel würde ich ganz gerne kochen. Aber ich gehe erstmal hoch und dann gucken wir erstmal nach, ne?